Trading und Wirtschaftsunterfrika von Seltsamgenzi Selmgenzi. Autor D. Seltsamgenzi. Mski South Africa eingetragene Marke Index. Gastgeber unbekanntes Zeichenland in technisch guter Form. Der Mski South Africa eingetragene Marke Index erreichte sein Kurstief in der letzten Weiße bereits im Oktober 2008. Wichtige internationale Aktienindizes wie der S&P 500 hatten ihr Beißerlo erst im März 2009 erreicht. Anschließend konnte der Index eine tech-unbekanntes Zeichen-Nische Bodenformation in Form eines mittelfristigen Dreiecks etablieren. Diese schloss dem Mski South Africa eingetragene Marke Index, wiederum früher als zum Beispiel der S&P 500 und der DAX 30. Im Frühjahr 2009 mit einem Investmentkaufsignal ab und lief in einen idealtypischen Haustrend hinein. Ab September 2009 ging er allerdings in eine mittelfristige Seitwärtskonsolidierung/Trading-Range, Support 660 Punkte, Resistance 700 Punkte, über. Dieses hatte aus technischer Sicht einen trendbestätigenden Charakter, nach oben, und wurde zum Monatswechsel Februar/März 2010 mit einem neuen Kaufsignal unbekanntes Zeichen schlossen. Nachdem das Potenzial dieses neuen Signals, ca. 40 Punkte, bereits im April-Mittel erreichen der bisherigen Tops abgearbeitet worden war und bereits ein Großteil der Kursverluste der voran unbekanntes Zeichen gegangenen Beiße wieder aufgearbeitet worden waren, kam dem Mski South Africa unbekanntes Zeichen K eingetragene Marke Index mit einem Take-Profit-Signal unter Druck und fiel bis in den Bereich der Support-Zone bei 700 Punkten, wore unbekanntes Zeichen Riege Resistance der Trading-Range Arbei unbekanntes Zeichen tät jetzt als Support zurück. Da der Index die Support-Zone im Umfeld der steigenden 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigte, deutet sich mit Blick auf die kommenden Monate einerseits eine Fortsetzung der intakten mittelfristigen Hausebewegung, mit geringerer mittelfristiger Aufwärtsdynamik, an, andererseits sollte die vorliegende massive Resistance-Zone bei 750 bis 810 Punkten, Top-Formation aus der letzten Hause in 2007/2008, auch im Jahr der Fußball-WM nicht einfach zu überwinden sein. Anglo Gold Ashanti, in der Trading-Range Anglo Gold Ashanti, mit Hauptsitz in Johannesburg, gehört weltweit zu den größten Goldproduzenten und ist auf vier Kontinenten tätig. Entstanden ist das Unternehmen im Jahr 2004 durch die Fusion der südafrikanischen Anglo Gold und der ghanaischen Ashanti Gold Fields Corpora unbekanntes Zeichen Tion. Die Aktie gehört heute zu den 10 größten gelisteten Unternehmen an der Börse in Johannesburg. Darüber hinaus wird die Aktie unter anderem auch an der New Yorker Börse gehandelt. Aus technikunbekanntes Zeichen Schersicht durchlief Anglo Gold Ashanti im vierten Quartal 2009 eine trading-unbekanntes Zeichen Bodenformation, Form eines technischen Dreifach-Trading-Bodens. Diese sowie den zentralen Beißetrend aus dem Frühjahr 2008, verließ die Aktie bereits im Dezember 2009 mit einem Investmentkaufsignal. In der Folge etablierte die Aktie eine Hausebewegung, der Anglo unbekanntes Zeichen Gold Ashanti in den Bereich der alten Widerstandszone ab 43 US$ 20 Cent, Top vor unbekanntes Zeichen Mazion in der vorangegangenen Hause, zurückführte. Nachdem sich die mittelunbekanntes Zeichen fristige Aufwärtsdynamik bereits ab dem Frühsommer 2009 reduziert hatte, lief Anglo Gold Ashanti in eine mittelfristige Seitwärtspendelbewegung/Trading-Range, Support, 34 US$. Gestaffelte Resistance 43 US$ 20 Cent minus 46,6, hinein. Diese Trading-unbekanntes Zeichen-Range besteht jetzt bereits seit einem Jahr nach dem letzten Test des Supports, um 34 US$, konnte die Aktie einen kurzfristigen Aufwärtstrendkanal etablieren und in den Bereich der gestaffelten Resistance der Trading-Range zurücklaufen.
Zwar lud diese Trading-Range aus mittelfristiger technischer Sicht einen Trend bestätigen, unbekanntes Zeichen den Charakter nach oben. Für eine übel geordnete mittel- bis langfristige Technik unbekanntes Zeichen Schäferbesserung bedeutet Etablierung eines neuen mittelfristigen Aufwärtstrend ist aber ein Investmentkaufsignal, Sprung über die massive langfristige Resistance unbekanntes Zeichen Zone notwendig. Renten und Devisen Südafrika. Konjunktur. Die südafrikanische Wirt unbekanntes Zeichen Schaft erholt sich im Gegensatz zu anderen unbekanntes Zeichen rennrohstoffreichen Ländern wie Austria unbekanntes Zeichen Lien oder Brasilien nur schleppend. Vor allem zwei strukturelle Schwächen Brem unbekanntes Zeichen Zen, die Energieknappheit und die Schwar unbekanntes Zeichen Key Konsumbasis, Arbeitslosigkeit 24%, hohe private Verschuldung. Hinzu kommt der feste Rand, der den Export beeinträchtigt. Dennoch gibt es deutliche Anzeichen für eine Erholung. Der Einkaufsmanager-Index für das VRA unbekanntes Zeichen bei Tende Gewerbe sprang im Februar auf 60,4 Punkte, Januar 53,6 Punkte, und auch der Konsum zeigt Erholungsansätze. Die Automobilverkäufe stiegen in den ersten beiden Monaten 2010 um 18% unbekanntes Zeichen Cent gegenüber dem Vorjahr und die Einzelhandelsumsätze wiesen im Januar nur noch einen Rückgang um 1,7% gegenüber dem Vorjahr nach noch 6,6% im November auf. Nach der ersten Rezession seit 17 Jahren, 2009, BIP minus 2,0%. Sollte 2010 das BIP-Wachs unbekanntes Zeichen TUM mehr als 3,0% betragen, KON unbekanntes Zeichen SENS 2,8%. Treibende Kräfte sind niedrige Zinsen, der Rohstoffsektor und der Handel mit den Nachbarländern an unbekanntes Zeichen Gola, Botswana, Mosambik und MÖG unbekanntes Zeichen lichterweise bald Simbabwe. Geldpolitik. Der Verbraucherpreisanstieg ging im Februar auf 5,7% gegen unbekanntes Zeichen über dem Vorjahr nach 6,2% zurück und lag damit im Ziel der Notenbank von 3-6% auf einem Dreijahrestief. Die Notenbank unter der neuen Führung von Gil Marcus hat dies im März für eine weitere Zinssenkung von 7,0% auf 6,5% genutzt. Sicher hat auch der feste Rand eine Rolle bei der Entscheidung bekanntes Zeichen Dumm gespielt. Wir hatten diese Senkung befürchtet, da sie unseres Erachtens den steigenden Einfluss der linken Gewerkschaftsseite auch auf die Notenbank unbekanntes Zeichen Politik widerspiegelt und weniger eine stabilitätsorientierte Ausrichtung. Denn der Inflationsrückgang dürfte sich ange unbekanntes Zeichen sichts deutlicher konjunktureller Ära unbekanntes Zeichen Lungsignale, Stromtarifpreiserhöhungen um 25% PA sowie um 8% PA steigender Lohne als vorübergehend erweisen. Das Risiko von Inflationsraten deutlich über 6,0% ist hoch. Renditen. Die Randrenditen gingen zuletzt wegen des kräftigen Kapitalzufluss unbekanntes Zeichen SEES sowie der Leitzinssenkung auf breiter Front zurück. Mit der sich aufhellenden Konjunkturperspektive sowie dem durch die Notenbankpolitik noch risikoreicheren Inflationsausblick dürfte dies jedoch ein kurzes Zwischenspiel bleiben. Wir sehen mittelfristig das Risiko deutlich steigender Renditen, wenn die Inflationserwartungen derzeit 2010 und 2011 jeweils 6% Verbraucherpreissteigerung erwartet, anziehen sollten. Wechselkurs: Der Rand hat sich seit ei unbekanntes Zeichen im Jahr gegenüber dem US-Dollar um ca. 24% und gegen den Euro um ca. 22% aufgewertet und liegt mit dem brasilianischen Real und dem Austra unbekanntes Zeichen Lischen Dollar auf einer Linie. Die Gründe liegen im Anstieg der Rohstoffpreise, der unter anderem hohe Direktinvestitionen nach sich zieht, und dem Zinsvorteil.